Antonia, erstmal herzlich willkommen hier in Deutschland, hier in Frankfurt. Sag uns ganz kurz mal, wie der Name richtig ausgesprochen wird und warum Junior? Also alle nennen mich Junior, deshalb bleiben wir einfach auch dabei, Junior. Junior, das ist ein Erzähl uns mal ein bisschen was über die Gründe, warum du dich für Eintracht Frankfurt entschieden hast. Ja, warum Eintracht Frankfurt? Einfach deswegen, weil es einer der besten Vereine in Deutschland ist. In den Gesprächen mit Markus Krösche habe ich einfach gespürt, dass ich hier meinen Platz finden kann, dass ich hier Spielzeit bekommen kann und dementsprechend freue ich mich, hier zu sein. Er kann im Zentrum auf allen Positionen spielen, hat in Paris auch offensiv gespielt, kann aber auch defensiv auf der 6 oder auf der 8 spielen. Ist so ein Box-to-Box-Spieler, der eine unheimliche Physis hat, Geschwindigkeit hat und wir sind sehr froh, dass er jetzt bei uns ist. Es ist das erste Mal, dass du außerhalb von Frankreich spielst. Wie aufregend wird das Abenteuer? Es war einfach an der Zeit, jetzt mal diesen Schritt zu gehen, ins Ausland zu gehen, eine neue Liga kennenzulernen, eine neue Kultur kennenzulernen. In dem Fall die Bundesliga, wo ich auch immer hin wollte, wo ich viele Freunde habe, viele Bekannte. Ich kenne hier den einen oder anderen und ich glaube einfach, dass es hier tolle Möglichkeiten für mich gibt, die nächsten Schritte in meiner Entwicklung zu gehen. Ein großer Allier hier in Allemagne. Du hast gerade angesprochen, du kennst den einen oder anderen. Du hast mit Evan Ndika in der U20 gespielt, ne? Ja, das ist richtig. In der U20-Nationalmannschaft war ich mit Evan. Damals war er sogar unser Kapitän und hat die Richtung vorgegeben. Und jetzt möchte ich eben seinem Beispiel folgen und auch mich so weiterentwickeln, wie er es hier getan hat in Frankfurt. Ein real leader, il cesse de performer au plus haut niveau. Was machen die Deutschkenntnisse? Good. Perfect. Merci beaucoup.